Hallihallöchen, meine Freunde. Huch. Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Echo. Da gucke ich direkt mal auf den Boden. So, oh nein, nicht schon wieder Echo. Oh nein, so schlimm ist es noch nicht. Außer dieses Licht am Ende des Tunnels. Beziehungsweise am Ende des Bergs. Oder im Berg. Naja, egal. Was hatte ich denn vor? Mal die Axt aus der Hand legen, denn mit scharfen Gegenständen rennt man nicht. Nehme ich lieber eine Rivet in die Hand. Eine, oder ist es eine Schraube? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Ich sehe ja nicht mal meine Beine. Kohle. Ja, ich weiß. Bla, bla, bla. Zack. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Gib mir die Kohle. Gib mir die Kohle. Die Kohle, die ist da oben. Da stelle ich mal den Wagen hier hin. Oder ich stelle den Wagen... Nein, das fällt nicht rein. Ich habe gerade überlegt, ob ich es dann am Rand abstreifen kann. Aber das wird nicht reinfallen. Das weiß ich jetzt schon. Achso, ich brauche die hier, ne? Nicht die Schaufel. So, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Feine Kohle. Schöne Holzkohle. Grillkohle. Geldkohle. Monetenkohle. Naja. Flump. Hüpf, 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 hüpf. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal ein Kohleproblem kriegen, aber wir haben ja definitiv kein Kohleproblem, denn da hinten ist ja nochmal ein unfassbares Kohlevorkommen. Und wir haben uns ja sowieso noch überhaupt nicht wegbewegt von unserer Bude hier. Da ist ja bestimmt noch so viel zu entdecken, so viel Kohlevorkommen und so weiter. Also von dem her, denke ich mal, müssen wir uns da keine Gedanken machen. Lalala. Lalalala. Ich könnte dann unten mal das Kohlelager, glaube ich, auffüllen. Bevor ich jetzt hier einzelne Maschinen betanke. Ah, nicht runterfallen. Und ich auch nicht. Fülle ich lieber mal das Kohlelager auf. Ist, glaube ich, besser. Da ist jetzt eh noch so Giftmüll drin, den kann ich ja dann verschwinden lassen. Dann muss ich aber rüber, denn jetzt ist dieses Kohlelager erschöpft. Dann gehe ich jetzt mal rüber zu dieser Stelle, die wir da entdeckt haben. Entdeckt, naja. Die gibt's, glaube ich, schon lang. Hier, der riesen Kohle, der riesen Kohleabbau. Flöts. Aber das ist jetzt ein bisschen doof hier mit Hochlaufen und so, ne? Dann machen wir das mal anders. Mache ich mir hier eine Treppe. Plump. So, okay, gut. Dann stellen wir das Wägelein. Kommen Sie mit. Stellen wir hier hin. So. Schön. So, und dann fange ich mal hier an. Och, hier liegt ja schon was. Da hat mir ja schon jemand was hingelegt. So, die hier und das da nicht zu vergessen. Man sollte keine Kohle essen. Das sollte man niemals vergessen, denn Kohle ist nicht so gut für dich. Obwohl, doch, eigentlich ist Kohle schon gar nicht so schlecht. Was? Warum kriege ich das denn nicht rein? Oha, wie schwer ist denn Kohle? 2, 4, 60, 66 und wir sind bei 1900 Kilo? Oh, the fuck? Eins nehme ich noch mit, wir haben nur 19 auf der Hand. Okay, das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Naja, egal. Wir müssen rüber zum Lager. Esse keine Kohle. Esse lieber Sohle. Schuhsohle. Schuhsohle. Das war das Schuhsohle-Lied. Warum ist hier eigentlich so von dem Baum die Blätter oder was? Ist Herbst. Wird so langsam Herbst oder wie? Gibt's hier Jahreszeiten? Aber die Bäume sind ja nicht braun.
das wäre ja krass, wenn es auf einmal irgendwie Winter wird. Und Schnee überall liegt und sowas. Verrückt. Komm ich hier aufs Kohlelager? Nein. Aufzug. Unten. Steinlager. Dreckskarren, Aufzug oben. Gut, aber ich kann es zumindest schon mal gleich runterpacken. So. Und ich sehe, wir haben wieder 19 Steine und 10 Fenster. Das heißt, ich lasse den gerade mal hier stehen und mach mal hier... Huch, ich habe ja auch noch auf der Hand. Ich trage ja auch noch Kohle mit mir rum. Das ist jetzt blöd, das sehe ich jetzt nicht. Das war bei den Ziegelsteinen war das deutlich besser. Da hat man es gesehen, dass man das Zeug mit sich rumschleppt. Naja, jetzt sind die Hände frei. Ich nehme mal einen leeren Slot. Einen leeren Slotti. Oh, er hat polnisches Geld erwähnt. Juhu. Okay, lassen wir das. Da hört sogar die Musik auf. So. Nein. Wirklich nicht. Okay, achso, ich brauche den Hammer. Und dann mache ich dieses hier. Was sind diese grünen Dinger? Warum sind die grün? Da kann auch... Da wird auch nichts angezeigt, oder? Tooltip-mäßig. Nein, leider nicht. Wäre ganz cool, wenn da was angezeigt werden würde. Dann wüsste ich, warum diese Steine grün sind. Warum die so schimmelig sind. Oder was mit denen sein soll. Kann ich hier reinlaufen? Cool, ich kann hier sogar reinlaufen. Zwischen die Brauanlage. Oh. Hallo. Habe ich jetzt alles? Ist hier drunter alles fertig, ja? Ich guck mal lieber. Ja, doch, da drunter ist fertig. Was tut das so? Sind das Grillen? Ich glaube, das sind Grillen, die langsam lauter werden. Nö. Das nehme ich da nicht weg. Das, tue ich wieder zurück in Steinlager. Kann ich eigentlich damit eine Türe bauen? Ach nee, Türe muss ich ja separat bauen. Flump. So, dann hole ich mir ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas nehme ich mal mit. Dankeschön. Hier ist schon wieder überall, sind schon wieder Türen offen. Auf das hier ja wieder Viecher drin rumrennen. Bisons und so eine Zecken. Gut. Oben ist die Tür bestimmt auch noch offen, die Balkontür. Ich könnte wetten, dass ich die habe offen stehen. Na, natürlich habe ich die offen stehen lassen. Toll. Dann sitzt hier gleich so ein Bison hier auf dem Sofa. Und sagt, hey, wo ist die Fernbedienung? Und dein Bier, wo ist dein Bier? So, das heißt, wir brauchen hier auch eine Tür. Definitiv. Denn sonst kommen hier Bisons rein in unsere gläserne Werkstatt. Wo ist der Unterschied zwischen Glas und zwischen Wand? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich glaube nicht. Mal habe ich Glas gemacht, mal habe ich Wand gemacht. Egal. Wir machen mal mit Wand weiter. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt... Dann muss ich hier auf dieses Ding hier hochrücken. So. Zack, zack, zack. Und hier und da und... Huch. Komm ich hier hoch? Da! Ah, nein! Ich will aber da hoch. Okay, ich lasse es lieber. Nachher backe ich mich irgendwie fest, das wäre nicht so toll. Ah, dann gehe ich halt außen rum. Mein Gott. Ich glaube, der ganze Tag-Nacht-Zyklus ist deutlich schneller geworden. Kann das sein?
Irgendwie kommt es mir so vor. Ja, keine Ahnung. Machen wir mal. Na toll. Oh Mann. So, Schlüssel vergessen. Nein. Habe ich das gerade abgelegt? Habe ich da gerade eins irgendwo hingebaut? Das hat sich so angehört. Oder war das von hier plump? Ah, da sind doch schon wieder zwei fertig. Nehme ich mit. Eieiei. Na gut, dann halt nochmal hochrennen. Oh Mann, ich will hier endlich Beleuchtung. Hier ist so dunkel. Ich mag es nicht, in der Dunkelheit zu arbeiten. Ah, komm schon. So. 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 Ja, weiß nicht. So. Ja, ja, doch, müsste passen. Und dann hier drauf und dann hier quasi weiter und dann. Oh. Unser komischer Berg, unser komischer was auch immer Turm hat keinen Boden mehr. Interessant. So, also, ja, ist eigentlich egal, ob ich hier rumrenne oder da rumrenne. Kann man jetzt eigentlich mit einer Schaufel? Ja, jetzt kann man auch mit einer Schaufel die Tür aufmachen. Und mit der Spitzhacke. Und mit der Axt. Und mit dem Hammer. Und mit der Schaufel. Ah, haben sie gefixt. Wunderbar. Das ist schön. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Also, ihr seht's, holt euch das Spiel. Die Entwickler sind immer noch hinterher. Die kümmern sich noch drum. Gut, da müssen wir jetzt auf weiteres Glas noch warten. Wie viel steht denn noch an überhaupt? 6 Stück. Okay, das ist nicht mehr allzu viel. Ich glaube, da werde ich nochmal nachbauen müssen. Aber jetzt müssen wir zuerst mal... Müssen wir mal warten. Ich war hier am Kohlescheffeln. Nein, ich war nicht hier am Kohlescheffeln. Ich war drüben am Kohlescheffeln. Wobei, steinmäßig sind wir jetzt fertig, ne? Die Raffinerie könnte theoretisch schon loslegen. Und hier brauchen wir halt noch viel Glas für oben. Aber dann haben wir es hier auch bald. Wenn wir noch viel, viel Glas kriegen. Oder ich mache eine normale Decke. Keine Glasdecke, sondern eine Zementdecke. Das könnte ich eigentlich auch machen. Also ich meine, wir brauchen ja eh noch ein bisschen Glas. Denn hier ist auch eine normale Decke und halt gläserne Wände. Deswegen könnte ich ja hier auch die gläsernen Wände, aber eine normale Decke machen. Hier quasi auch noch Glas, aber obendrauf dann schon Zement. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und hier die Tür. Ich muss die Tür machen. Bevor da noch Vagabunden reinkommen. Weil dann muss ich die Tür nämlich zumachen. Weil da draußen offen ist. Hier habe ich zugemacht, oder? Ja, hier habe ich zugemacht. Sehr schön. Aber hier kann ich eigentlich... Naja, gut. Ist egal. Kann ich denn... Ich kann doch bestimmt... Ich kann doch bestimmt eine Metalltür bauen, oder? Was ist hier das Problem? Average Tier. Die haben da was geändert. Auf einmal kann ich hier auch nichts mehr bauen. Und es wird mir nicht angezeigt. 1,42 von 1,7 Average Tier. Tier, das waren diese Materials, ne? Place solid ground contained within a room. Aber hier stimmt irgendwas nicht. Mit Tier, bla bla bla. Aber komischerweise der hier geht, oder? Status? Ja. Der braucht aber auch sowas nicht. Und dem fehlt auch Average Tier.
Als wäre hier nicht genug Tiermaterial. Tier. Oh Mann. Wie wurde mir das angezeigt nochmal? Wann wird das nicht mehr angezeigt? Anvil. Ein Tier, average Tier, must be contained within a room. Ach so, der braucht ein Tier. Ah, jetzt kann ich auf Tier. Tier, build a one tier building uses hammer, please. Include or better see tier 2. To build a tier 2 building uses a hammer to place construction following blocks. Ah, okay, hier, include brick, glass und lumber. Hornlock, Mortared Stone. Ah, da müssen verschiedene, die Räume müssen aus verschiedenen, mehreren Sachen sein. Corrugated Steel. Reinforced Concrete. Oder sie Tier 4, Flat Steel Framed Glass. Aber eins von beiden, oder? Oder beides. Stand da nicht immer Ohr? Average Tier. One average Tier. Hey, ich kapiere das nicht. Entweder Hornlock und Mortared Stone, oder wie? Aber ich habe doch Hornlock und Mortared Stone. Warum reicht das dann für die anderen nicht? 1,42 habe ich. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. ...1,7 Average Tier. Heißt es, er braucht nicht Tier 1, ein Average Tier, 1,42, sondern er braucht eventuell... Wie konnte ich das denn jetzt sehen? Hier? Anvil. Wo war das? Hier, ein Tier. Ach so, eins, dann ist 1,42 habe ich. Also ich habe fast 2. Weil ich habe Brick und Glas. Aber es fehlt noch Lumber. Dann hätte ich Tier 2. Also brauche ich hier noch Lumber. Was mache ich? Brick, Glas und Lumber. Ach, dann ist der Boden ist Lumber. Ah, anstatt dieses... Okay. Ah, anstatt diesem Zeug hier. Toll, jetzt muss man... Oh, nö. Okay, das ist jetzt wieder ein Update-Teil, den... Hier, 1,7. Die wollen 1,7. Die wollen hier mindestens eigentlich 2. Aber dann brauche ich ja dieses... Ja, bei 2 war das nicht mit drin, ne? Oder war das mit drin? Nein, das war nur Glas. Brick und Dingens da. Naja gut, das kann ja hier drauf stehen. Das sieht schick aus. Okay, das muss ich jetzt mal abchecken. Wo ist mein hier? Board, bla bla bla, Eisbox, Latrine. Wo kann ich Lumber machen? Achso, das war hier an der Mühle, glaube ich, an der Säge. 0,99 von 1 Average Tier. Was? Was? Das heißt, ich brauche für ein Tier... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Sawmill. Ein Tier. Hornlock und Mortared Stone. Das heißt, mir fehlt hier Mortared Stone. Als Wände quasi. Ich habe hier mit den Bricks, das passt nicht mehr zueinander. Ach so, da muss man jetzt... Oh nö. Oh nö. Das war früher viel besser. Warum habt ihr das geändert? Nein.
Oh Mann, früher war es egal, man konnte von dem oder von dem Material haben. Das ist normaler Stein, verdammt. Na gut, wir haben ja da hinten genug. Oh nö, und das haben die jetzt geändert und jetzt muss man das und das haben. Sonst geht das nicht. Nee. Nee. Also ich brauche für hier Mortared Stone, dass überhaupt die Säge mal wieder funktioniert. Und dieses Ding, okay, das geht wenigstens. Und dieses Ding geht auch. Bevor ich jetzt hier irgendwas drinstehen habe, das irgendwie zwei braucht oder so. Geht auch. Repair Bench geht auch. Och Mensch, das ist echt kompliziert jetzt. Wie sieht's mit der Nähbank aus? Die geht auch, okay. Na gut. Dann hole ich mir halt mal eine Portion Mortared Stone zurück. Hier ist leer, gut. Und das, meine Freunde, mache ich in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Echo, dann hole ich mir hier von unseren Stelen, von unseren fetten Dingern da, hole ich mir ein bisschen Mortared Stone zurück. Martha Stone. Und dann kann ich hoffentlich meine Sägemühle wieder benutzen, um damit Lumber herzustellen, damit ich die anderen Sachen wieder benutzen kann. Oh Mann. Echt? Naja, bis dahin. Macht's mir gut. Ciao.